ging um die Partnerschaft für die Kibali, die kleine Elefantendame, muss man jetzt schon sagen, sie ist ja kein Baby mehr, hat ja ordentlich zugelegt in den letzten Monaten und das freut mich wirklich von Herzen. Ich bin ein großer Fan, nicht nur des Tiergartens Schönbrunns, sondern auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch der Elefanten und darum bin ich sehr glücklich, diese Partnerschaft übernehmen zu dürfen. Kibali ist ja schon vor einem Jahr geboren. Aber heute hat sie eben erst ihren Paten gefunden. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Gerade jetzt nach 3 Tagen der Wiedereröffnung des Tiergartens Schönbrunn ist das natürlich auch eine ganz wichtige Unterstützung, denn Corona hat eben auch den Tiergarten schwer getroffen. In der Corona-Krise hat sie uns geholfen. Sie war nicht nur in unserem Herzen, sondern sie hat uns auch geholfen, Abstand zu halten. Denn es hat immer geheißen, den Abstand eines kleinen Babyelefanten. Und da haben die meisten sicherlich, ich auf jeden Fall, an die Kibali gedacht. Nun ist Kibali heute eigentlich, wenn man sie fragen würde, natürlich kein Baby mehr, sondern inzwischen ein Kleinkind. Sie ist herangewachsen. Sie hat jetzt knapp 140 cm Länge, ist also schon ein bisschen mehr. Aber ihr Rüssel ist ungefähr 50 cm. Insofern könnte man vielleicht, wenn man Kibali jetzt gerecht werden möchte, sagen, inzwischen also Mindestabstand 2 Rüssel, Kibali-Rüssellängen.